herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute mal wieder zwei deutsche Whiskys für euch. Und zwar habe ich die wieder von caskprint.de. Voll cool. Da probiere ich mich jetzt so durch die Bundesrepublik. Und letztens war ich ja, also auf jeden Fall geschmackstechnisch, in Bayern bei Slurs. Und diesmal sind es Whiskys, die heißen Sild. S-I-L-D. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und ja, die geben den Hinweis auf Sylt. Also, die sind auf jeden Fall auf Sylt gelagert, kommen aber von Slurs. Also, eine bayerisch-norddeutsche Kombination. Das halte ich für sehr interessant, denn die sind auch beide getorft. Und torfig ist eigentlich nicht meins. Also, Matthias, ne, da hast du mir ordentlich einen Auftrag gegeben. Denn ich habe mit Matthias so ein, schick mir doch mal ab und zu ein paar Samples, die ich natürlich bezahle, also keine Sorge, es ist keine bezahlte Werbung hier. Und ich möchte mich da gerne mal durch die Republik verkosten und überlasse das eigentlich dem guten Matthias von Caskprint. Der hat bis jetzt mal eine super Auswahl getroffen. Und ich glaube, mit einem leichten Grinsen hat er mir die auch jetzt reingepackt. Also vielen Dank dafür. Sehr cool. Schneide die Geschichte dahinter. Sylt ist halt von Slurs, wird aber auf Sylt gelagert. Und zwar einmal haben wir den Cramnock, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, wie das, also wo das herkommt und wie das so richtig ausgesprochen wird. Ja, das Schöne ist natürlich, die sind alle immer nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Also den guten Cramnock habe ich hier und Joll en Reg. Weiß jemand, was das heißt? Cramnock? Schreibt es mal in die Kommentare. Joll en Reg heißt Feuer und Rauch. Also das habe ich rausgekriegt. Und der hier hat so also 30 bis 32 ppm. Der hat hier aber auch 40 ppm. Ich habe da ein bisschen Angst vor. Also mal sehen, wie das so wird. Ich gebe die auch schon mal ins Glas. Dann können die sich schon mal so ein bisschen akklimatisieren. So, nicht, dass ich das jetzt hier verwechsel. Genau. Also gereift sind die übrigens in ganz kleinen Fässern. Das sind nur 100 Liter Fässer. Das gibt natürlich ordentlich Geschmack ab. Und zwar einmal amerikanische Weißeiche. Und der hier ist der Joll en Reg in Rumfässern. Also es gibt ja viel, also könnte sein, dass das nochmal so Vanillenoten gibt, wie bei anderen Rumlagerungen. Ich bin da mal sehr gespannt, was das so ist. Und werde auch direkt mal eine Nase voll nehmen. Oh. Ist nicht so rauchig, wie ich gedacht habe. Sehr schön. Ist natürlich schon da der Rauch. So, und achso, es gibt da noch zwei Sachen. Und zwar der Cramnock, der ist auf einem Kutter. Ist der gereift? Oder ja, doch, da ist das fast gelagert. Der fährt nicht mehr zur See, der liegt im Hafen. Aber Kutterreifung und der auf Sylt und der hier in einem Bunker auf Sylt. Also da haben sich auch noch so eine Geschichte dazu ausgedacht. Das ist auch noch sehr interessant. Und dann nur die 100 Liter Fässer. Coole Sache. Ja. Je öfter ich dran schnupper, desto mehr Rauch taucht da eigentlich auf. Ansonsten ist da noch eine Vanillenote drunter. Ja, und eine Fruchtigkeit ist da auf jeden Fall auch noch. Interessant. Also, bisschen rauchig. Und wird in der Nase immer mehr. Ich habe ja das Kaninchen gehen. Ich will da schon wieder wegrennen. Mal sehen, wie er schmeckt. Also der Rauch ist natürlich erstmal da. Dann hat der ein bisschen Fass. Und so ein was Ledriges. Also, wenn man in so ein
in so ein Herrenzimmer kommt, wo die Wände noch alle getäfelt sind und wo man auch mal eine Zigarre rauchen darf und da stehen zwei Lederohrensessel. So schmeckt der. Also der und dabei aber auch immer noch eine Süße, angenehm. Der überpowert das nicht so. Ist wirklich angenehm. Und die Assoziation mit dem Kutter hat mir jetzt auch so ein bisschen die Meeresbrise noch in den Mund getrieben. Jetzt habe ich den Kutter auch in der Nase. Also. Aber trotzdem ist es wirklich ein interessanter, sehr runder Whisky, auch für Leute, die vielleicht gar keinen Rauch mögen. Also, ob der mich jetzt hier bekehrt, weiß ich noch nicht. Aber ich finde den echt lecker. Wirklich gut. Schön voll, würzig. Ja. Wirklich sehr lecker. Also, der kann schon mal was. So, Jol en Reeg, Feuer und Rauch. Hat jetzt auch nicht so eine riesen Rauchnote in der Nase. Ach so, übrigens 42 Volumenprozent und 43 Volumenprozent, sehr vergleichbar. Vom Alkohol her war der angenehm. Was haben wir denn da? Also hinterm Rauch verbirgt sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eiche. Und während beim ersten hier mehr Vanille war, möchte ich jetzt eigentlich Karamell sagen. War hier eigentlich so eine große Vanillenote? Jetzt auf jeden Fall. Und hier ist alles, ich sag mal, so ein bisschen dunkler. Also die Schattierungen sind alle ein bisschen dunkler. Trotzdem angenehm in der Nase. Ja, ich werde ihn einfach mal probieren. Auch nicht so eine böse Torf- oder Rauchnote. Das ist schon so ein bisschen also chewy-mäßig. Also, die ist da, tut nicht weh, bleibt aber. Also es ist relativ schwierig für mich, jetzt unter dem Rauch noch viel rauszuschmecken. Der ist ein bisschen pfeffriger. Also es brennt so ein bisschen mehr hier und da. Obwohl der weniger, also naja, 1% weniger Alkohol hat. Jetzt ist in der Nase natürlich auch noch mal mehr Rauch, weil natürlich vom Mund her die Nase noch mal geflutet wird. Also ich habe jetzt keine, es sticht jetzt nichts so sehr raus, also nicht so nussig, nicht so trockenfrüchtig, fruchtig. Es ist mehr so ein, der ist sehr würzig, der ist vollmundig, der ist aromatisch. Der hat diesen Torfgeschmack, aber angenehm. Der ist natürlich schon ordentlich und kräftig. Da muss ich mich erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Ich würde jetzt gerne zum Schluss nochmal den hier drüber geben, um mal zu gucken, wie wenig Rauch der jetzt eigentlich dann so hat. Also wie der Unterschied ist. Aber noch, um noch kurz bei dem zu bleiben, ist das schon, ja, das ist wirklich so ein Herrenzimmer-Whisky.
Whisky. Wirklich schön, ordentlich, für mich auf jeden Fall, der sich da gerade rantastet. Also den würde ich, glaube ich, Kaminfeuer oder meinetwegen auch im Sommer, wenn gegrillt wurde und man sitzt noch, hat eine Feuerschale da, dann ist das so ein Whisky mit Freunden ganz toll. Also das ist so dieses Gefühl, das man da so hat. Und der kommt viel süßer jetzt rüber. Also, den kann man sich auch gerne mal so abends schön gönnen. Ich sag mal, der ist, wenn es noch hell ist beim Grillabend, aber hier muss schon dunkel sein. Ja, beide sehr schön. Matthias, vielen Dank. Da hast du mich nochmal in eine ganz andere Sphäre geschoben. Also, ne, wenn ihr die auch mal probieren wollt, es ist ja nicht immer für jeden sofort eine ganze Flasche eine Alternative. Also caskprint.de. Echt cool, keine Sorge, es ist keine bezahlte Werbung. Hat mir wirklich gefallen und ich glaube, ich habe da noch so ein, zwei, die getorft sind. Die werde ich demnächst auch auf jeden Fall mal verkosten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr abonniert mich hoffentlich auf YouTube und Instagram, wenn ihr das nicht schon getan habt. Kommentiert mich gerne, da würde ich mich immer freuen. Ne? Was heißt Kramnok überhaupt? Und ja, wenn ihr mich abonniert, dann verpasst ihr übrigens auch kein Video vom Tasting Nerd. Bis dann!